Hallo Freunde des Subsports, jetzt sind wir wieder beim Teichi in Potsdam an seiner Station und wir haben hier für euch im Test das Starboard Wingboard. Nicht das Wing Foilboard, sondern das Wingboard. Ein Inflatable mit einer Konstruktion, mit einem Double Layer an den Rails und auf Ober- und Unterseite. Das Ganze hat hier die Maße 10,4 x 32 und wiegt vom Rumpfgewicht her 10,5 Kilo. Wir haben eine Herstellerangabe, die liegt leicht darunter. Wir hatten jetzt aber schon beim Wiegen die Fußschlaufen drauf montiert, sodass halt die Differenz zur Herstellerangabe völlig in Ordnung ist. Ausgestattet ist das Board wirklich absolut üppig. Wir haben für die Mitnahme von einzelnen Gepäckstücken haben wir ein Transportnetz im vorderen Bereich. Wir haben einerseits, wie ihr seht hier, die Fußschlaufenanordnung, weil man kann das Board auch zum Windsurfen benutzen. Auf dem Board ist hier ein Einsatz, der ist eingelassen. Darauf wird dann eine Plate geschraubt. Die arretiert hier auch gut, wenn ich mich nicht zu dumm anstelle. Genau. Diese wird mit 4 Schrauben fixiert. Und dann kann eine handelsübliche Mastfuß-Base hier drauf montiert werden. Hier ist einfach ein ganz normales M8-Gewinde in der Mitte. Es wird dann einfach raufgeschraubt. Wir haben ein gewaffeltes Fulldeck von vorne bis hinten durchgezogen mit einem leichten Kickpad. Dazu haben wir den bekannten Griff an der Seite zum Tragen, der integriert auch nochmal einen Paddelhalter besitzt. Ihr paddelt jetzt an irgendeiner x-beliebigen Stelle bei leicht ablandigem Wind raus auf den See, wollt dort mit dem Wing halt loslegen. Den könnt ihr an der Abschleppöse hinten festmachen und hinter euch herziehen. Das kriegt man ohne weiteres gepaddelt und möchtet dann in der Mitte vom See oder da, wo der Wind halt ausreichend ist, loslegen. Könnt ihr das Paddel hier seitlich gut befestigen, ohne dass es euch stört. Klar, wie alle Starboards, wird das Ganze mit einer Leash geliefert. Auf der Unterseite sehen wir im Bugbereich erstmal eine Abschleppöse. Wir haben hier einen separat ebenfalls aufgeschraubten Finnkasten für die mittlere Finne. Sozusagen ein bisschen wie ein Schwertersatz, damit das Board auch in der Lage ist, mit einem Wing oder einem Windsurfbrett gut am Wind zu fahren. Das Ganze ist mit einer recht kurzen, aber von der Fläche sehr großen Finne ausgestattet, im mittleren Bereich dieses manuell ohne Werkzeug zu montieren. So wie auch die Finne im Tail. Die hat eine leicht gebogene Form, was die Drehfreude immer begünstigt. Diese ist ebenfalls halt mit einer Hand, mit einer Schraube festzuziehen. Dieser Kasten, der ist fest eingelassen ins Board, der ist nicht aufgeschraubt. Abschließend haben wir, damit wir hier insgesamt einen besseren Wasserabriss bekommen, eine aufgesetzte Kante. Die läuft hier ab der etwas weiter als die Boardmitte nach vorne umlaufend, damit hier ein sauberer Wasserabriss zustande kommen kann. So besteht die Möglichkeit, mit dem Brett von der Verdrängerfahrt auch ins Gleiten zu kommen. Was sonst halt bei sehr runden Kanten, gerade im Bereich der hinteren Abrisskante, sonst sehr, sehr schwierig ist. Alles in allem natürlich wieder perfekt verarbeitet. Alles ist wahnsinnig sauber ausgeführt, so wie man es von Starboard halt kennt. Herzlich willkommen zu einem neuen Test von Gleiten TV und Subtrip. Heute haben wir für euch das Starboard Wingboard in 10,4 x 32, 6 Inch Dicke, damit 313 Liter Volumen. Und das gute Stück kostet 1289 Euro.
Wie immer starten wir mit dem ersten Eindruck, der dann passiert in dem Moment, wo ich das Board greife und damit ins Wasser möchte. 10,4 Kilo heben sich wirklich sehr angenehm an, für jeden gut zu tragen. Auffällig hierbei aber in dem Moment, wo ich es anhebe, abhängig davon, ob ich die Mittelfinne montiert habe oder nicht, ich merke den Finnenkasten sofort, weil er genau an der Stelle liegt, wo ich normalerweise das Board an meinem Oberschenkel positioniert habe. Und dementsprechend, wenn die Finne montiert ist, wirklich es wehtut, dann muss ich aufpassen. Da macht die Abhilfe der Schultergurt, der hier mitgeliefert wird, im Umfang mit dabei ist, den auf die Schulter gelegt. Dann habe ich die Finne nach außen, muss natürlich aufpassen, dass ich niemanden umreiße, aber dann ist das Tragen deutlich angenehmer. Der nächste Eindruck, dann wenn ich auf das Board gehe, also auf das Wasser gehe mit dem Brett, wie stabil ist so der erste Eindruck? Es wirkt etwas hibbelig, einfach schon deswegen, weil es mit 10,4 ein relativ kurzes Board ist, was wir normalerweise in unserem Breitengraden weniger benutzen. Hier bietet aber die Kante, die umklebt ist nochmal, also ich habe eine extra Abrisskante, da merke ich, dass das Rollen deutlich verhindert wird, also die Primary Stability ist deutlich größer, umfangreicher als bei anderen Boards in dieser Größe. Und auch wenn ich richtig in die Kante gehe, merke ich, dass diese aufgeklebte Kante nochmal zusätzlichen Schutz bietet. Also das Board nicht anfängt sofort komplett zu flippen. Und genau das wirkt sich positiv aus für den Einsteiger. Egal ob paddeln oder wingen, in dem Moment, wo ich auf das Board steige, fühle ich mich einfach schon sicher. Zum Stand-Up-Paddling ist natürlich immer interessant, wie gut dreht das Board und wie gut fährt es geradeaus. Das Board für die Länge von 10,4 hat es einen überragenden Geradeauslauf, auch ohne die Mittelfinne. Also ganz wohl bemerkt, nicht die Mittelfinne montiert, eine ganz normale Dolphinfinne am Heck in der festen Position, weil es bei Starboard einfach der Finnenkasten an einer Stelle die Schraube fixiert hat. Dementsprechend auch eine feste Position, die noch mal ein bisschen weiter vorne ist, was eigentlich den Geradeauslauf nicht begünstigt, aber bei dem Board tatsächlich so wirkt, dass es sehr gut geradeaus läuft. Und dennoch, dann, wenn ich es drehen möchte, egal ob im Pivot-Turn oder im Crossbow, tellert es unheimlich angenehm rum. Ich merke dort die begrenzenden Kanten eben nicht, also die Abrisskanten, die an der Seite sind, sondern auch hier bewegt es sich da entsprechend der Länge wirklich sehr gut, turnt es herum und ich kann wieder in die andere Richtung losstarten. Dabei hat das Board grundsätzlich, egal ob im Geradeauslauf oder im Turn, wirklich eine sehr gute Kippstabilität. Es hat eine 32er Breite, was eben relativ breit schon ist, aber im Verhältnis zur Länge des Boards eben genau das Ganze rund macht. Selbst im Turn habe ich das nicht das Gefühl, dass es zu irgendeiner Seite kippt. Da wirken die aufgeklebten Rails nochmal zusätzlich stabilisierend. Und dennoch merke ich es nicht, dass sie sich festsaugen, wenn ich den Turn mal schneller machen will oder eben im Pivot-Turn wirklich hinten stehe und es rumtellern möchte. Es ist eine ganz gleichmäßige Bewegung ohne Einschränkung durch die Rails. Bei der Geschwindigkeit und natürlich der Beschleunigung, um erstmal auf die Geschwindigkeit zu kommen, kann man das ganz klar als relativ behäbig beschreiben. Es ist nicht das flotteste Board. Alleine schon eben aufgrund der Länge ist die Rumpfgeschwindigkeit, also die Endgeschwindigkeit, wirklich beschränkt. Also gerade wenn ich das Board versuche zu sprinten, merke ich wirklich ab einer bestimmten Geschwindigkeit in jedem Schlag den konstanten gleichen Druck und ich kriege es über dieses Level nicht hinaus beschleunigt. Das lag ungefähr bei 10 km/h und das aber auch schon mit wirklich vollem Einsatz. Bei mittlerer Geschwindigkeit, das was wir üblicherweise mit so einem Board machen, das ist nicht zum Sprinten gedacht, merkt man diesen Effekt wiederum nicht, sondern es gleitet gleichmäßig lang. Die Beschleunigung oder die Schläge werden direkt übertragen in Vortrieb und es ist angenehm, gleichmäßig zu fahren. Was ich ganz klar merke, wenn ich gegen die Wellen unterwegs bin, dass die Nase verdrängt. Also wir haben keine spitze Nase, die durchschneidet durchs Wasser und wir haben in der Nase die Rockerlinie, sodass ungefähr 30 cm hinter der Nase fängt das Board an, erst auf dem Wasser aufzuliegen, wenn ich die ganz normale Standposition eingenommen habe und es beschleunige. Und da drückt wirklich viel Wasser gegen. Und das sehe ich als Fahrer und das merke ich eben auch, dass ich diesen Widerstand überwinden muss. Das Board hat für den fortgeschrittenen Paddler natürlich seine Grenze nach oben. Also die Begeisterung wird dort seine Grenze haben. Dennoch, gerade für den Einsteiger, absolut solide Fahrleistung, stabil und damit für den Einstieg hervorragend geeignet. Und diese Freude reicht bis zu dem mittleren Fahrkönnen. Da das Board ja nicht nur zum Paddeln geeignet ist, gleich die Überleitung zum Wing.
Ich muss mich natürlich damit als Paddler auch arrangieren, dass ich hier Befestigungsösen oder Plugs habe für die Schlaufen, die wir zum Wing zum Beispiel oder zum Surfen montieren können. Und diese sind im Standbereich natürlich. Also dort, wo ich im Paddeln stehe, habe ich diese Plugs und muss mich damit arrangieren, dass meine Füße teilweise zumindest auf diesen Huckeln stehen. Geht's jetzt ums Wing? Der Wind nimmt auch zu. Können wir gleich noch mal rausgehen? Muss ich natürlich die zusätzliche Mittelfinne montieren, um den Drag, also den seitlichen Versatz durch den Druck, den ich durch den Flügel, durch den Wing habe, entgegenzuwirken und trotzdem Fahrt aufzunehmen. Mit der hinteren Finne alleine ist es schwer möglich, Halbwindkurs zu fahren. Zum Starten mit den Wing haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal der eben einfachere, gerade bei kippligen Boards, Kniestart. Also ich krabbel auf das Board, egal ob aus dem stehtiefen Wasser oder aus dem tiefen. Ich krabbel auf das Board, habe meinen Wing in der Hand, setz die Knie drauf und nehme den Wing erstmal in die richtige Position, um mich auf das Board ziehen zu lassen, erstmal Druck zu entwickeln, etwas in Fahrt zu kommen, dann das vordere Bein hinstellen, das hintere hinterher. Das funktioniert bei diesem stabilen Board ausgesprochen gut und vor allen Dingen für Einsteiger wirklich problemlos zu meistern. Bin ich fortgeschrittener oder habe einfach nur ein wahnsinnig gutes Gleichgewichtsgefühl, ist die 32er Breite auch ausreichend stabil, selbst für den Einsteiger, um sich erst hinzustellen, dann den Wing in die richtige Position zu nehmen und den Druck allmählich zu erhöhen und damit in Fahrt zu kommen. Sobald ich den Wing dicht nehme, also mehr Druck aufnehme, dann erhöht sich die Geschwindigkeit. Und die Geschwindigkeit führt eben auch dazu, dass sich das Board stabilisiert. Eben zusätzlich zu der eh schon vorhandenen Breite in der Längsachse noch mehr Stabilität aufnimmt. Ein negativer Effekt, der daraus resultiert, ist natürlich ein Board, was sich in der Längsachse mit Geschwindigkeit stabilisiert, ist weniger drehfreudig. Also in dem Moment, wo ich das Board irgendwie zum Drehen bringen muss, muss ich wirklich aktiv an meiner Position arbeiten, die ich auf dem Brett einnehme. Also mehr in den Fuß drücken, das hintere Bein mehr belasten und dann das Board in die Richtung schieben, wo ich es hinhaben möchte. Und dazu zählt tatsächlich etwas Erfahrung oder ist Erfahrung hilfreich, um das vernünftig bewerkstelligen zu können. Die montierbaren Fußschlaufen empfehlen wir für den Einsteiger vorerst wegzulassen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass er sich noch mehr bewegen muss, mehr Variabilität in den Füßen braucht und damit die Gefahr viel zu groß ist, mal unangenehm auf die Schlaufen raufzutreten und damit eben das ganze Manöver komplett zu misslingen zu lassen. Für den erfahrenen Winger ist es wiederum gar kein Problem. Die Fußschlaufen sind an der korrekten Position und können dann aktiv genutzt werden, um noch mehr Druck auf die Kante zu bringen und das Board wirklich besser in Geschwindigkeit zu bringen. Da ich mit so einem Board natürlich nicht dauerhaft in eine Richtung fahren kann, das typische Surfproblem, man fährt in eine Richtung gut und kommt nicht wieder zurück, müssen wir das Ding auch mal drehen. So, da haben wir zwei Möglichkeiten, die Halse oder die Wende. Die Wende ist eben das Drehen gegen den Wind. Das ist mit diesem Board fast gar nicht möglich. Ich will es nicht ausschließen, dass es irgendjemand hinbekommt. Ich konnte es definitiv nicht, trotz starker Bemühung. Ganz klar, wir nehmen die Geschwindigkeit nicht mit. In dem Moment, wo ich gegen den Wind aufkreuze, geht die Geschwindigkeit auf Null. Und dann den Rest noch rumzudrehen und wieder ins Gleiten zu kommen oder wieder Fahrt aufzunehmen, war mir auf jeden Fall nicht möglich. Die Halse, also der Richtungswechsel vor dem Wind, funktioniert mit dem Board, bedarf allerdings genauso ein gesteigertes Fahrkönnen, viel Gleichgewichtssinn, Stabilität und auch die richtige Position des Wings, weil der zur Unterstützung der Drehung einfach notwendig ist. Das Board dreht nicht von sich aus in den Wind hinein oder in den Downwind hinein und will noch rumdrehen, sondern ich muss wirklich den Fuß auch drücken, so wie ich es vorhin schon gesagt habe. Und dafür muss der Wing wiederum auch an der richtigen Position sein, um genau dieses Manöver auch zu unterstützen. Für Einsteiger fast nicht möglich. Ganz klar muss man bei dem Board sagen im Fazit, es hat zum Wingen auf jeden Fall seine Grenze. Es ist für Einsteiger absolut ideal, um die ersten Fähigkeiten und das Handling mit dem Wing zu erleben und kennenzulernen. Dafür habe ich eine total stabile Basis und kann mich dort ausprobieren, kann immer wieder raufklettern, habe keine Probleme, mich an irgendwas zu verletzen und damit ideal für den Einstieg ins Wing. Nach oben hin sind natürlich Grenzen gesetzt und da trifft es gar nicht nur auf das Board von Starboard hier zu, sondern allgemein ein Board zum Wing hat immer die Einschränkung, solange ich nicht das Foil darunter habe und wirklich abhebe und agil werde, habe ich das Problem, das Board zu drehen,
in Gleitfahrt bekomme ich die Boards sowieso nicht. Das ist nicht möglich, weil ich viel zu viel Gegendruck habe, viel zu viel Wasserfläche, die unten dran klebt am Wasser, und dann mir wirklich die Arme so festhalten, dass das Ding richtig in Fahrt kommt, funktioniert mit einem Icehub definitiv nicht. Und genau das sehen wir hier auch nochmal. Aber für den Einstieg ist es absolut hervorragend geeignet. Gerade für Menschen, die Respekt haben vor diesem immensen Flügel und natürlich auch der Verletzungsgefahr, die damit einhergeht, ist das Konzept, ein Wingboard zu nehmen und damit Spaß zu haben mit dem Wing und trotzdem übers Wasser zu surfen, ist gegeben und macht auch dauerhaft Spaß. Weil ich gleite immer noch übers Wasser. Und das ist das, was wir wollen, Wassersport erleben.